Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmalam-Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Unterwegs am Malmalam-Wald halten. Das machen wir jetzt auch. So, da machen wir einen kleinen Stopp. Ich weiß nicht genau, was wir hier tun. Aber wir sollen ihn erforschen. Bevor wir dahin. Bestimmt voller wilder Tiere. Retten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ja, nach Spaß. Prompto, ey, der ist so geil. Na gut, ich habe ja... Sind wir da? Okay, wir sollen die Gegner im Zentralsektor besiegen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch, ne? Aber blöd, wir haben jetzt keine Schokobos. Oh, übrigens, während ihr weg wart, ist hier ein Schokobo mit Reiter vorbeigetrabt. Sag mal, seid ihr schon mal auf Schokobos geritten? Das sah total spaßig aus. Hey, probier's doch. Noct, ruf der Dame einen Vogel. Ja, geht leider nicht. Ich würde der Dame sehr gerne einen Vogel rufen. Aber mir sind die Hände gebunden. Ich habe kein Schokobo mehr. Das ist total beschissen eigentlich, weil der Weg bis da oben hin, ey, das ist doch mörderisch, mörderisch. Vielleicht cutte ich das sogar, weil wir so dumm waren und keine Schokobos geholt haben. Ist der Weg natürlich jetzt absolut beschwerlich. Ja, aber hier können wir auf jeden Fall über die Brücke. Ich weiß ja nicht, was passiert, ne? So, jetzt ist er gleich außer Puste. Wenn wir wenigstens den ganzen Weg rennen könnten. Aber wir können hüpfen. Dann hält er wenigstens nicht an. Na, vielleicht cutte ich das auch nicht. Hoffentlich klart das noch auf. Ja. Nee, da kämpfen wir jetzt nicht. Oh, Moment. Hier haben wir was. Entwertete Banknote. Das ist natürlich stark. Die bringt richtig viel. Zum Glück können wir beim Rückweg einfach direkt zum Regalia teleportieren und müssen nicht auch noch zurücklaufen. Gegner im Zentralsektor besiegen. Warum müssen wir da irgendwelche Gegner besiegen? So, hüpfe, hüpfe, hüpfe. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Mehrere Feinde. Ja. Danke. Kann ich da einfach hoch? Ah, geil. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen abkürzen, ja? Ah, das wäre cool. Ich glaube, wir haben sogar schon jetzt ein ganzes Stück abgekürzt. Ich hoffe nur, wir kommen hier auch weiter und nicht, dass wir gleich irgendwie vor einer Felswand stehen und dann ist vorbei. Da habe ich ja immer ein bisschen Schiss. Nee, komm, dann den laufen wir auch einfach vorbei. Die werden uns zwar gleich angreifen, weil wir hier rumhampeln die ganze Zeit. Ha, so, das ist doch ganz cool. Sind wir eine ganze Ecke näher. Ja, dann brauche ich es auch nicht zu cutten. Was? Eine Krapfenkröte besiegen? Hey, haben wir das geschafft? Nein. Wir haben noch nichts besiegt. Erforsche die Gegend. Kleiner Spaziergang. Hier ist unser Ziel. Ja. Hier ist unser Ziel, einfach nur so eine Kröte zu besiegen. Ja, cool. Vielleicht, ach Quatsch. Vielleicht können wir das ja. Ups. Hey, das ja. Ist gemein, Noct. War doch nur ein Spaß. Wir müssen wachsam bleiben. Wer weiß, was sich hier eingenistet hat. Diese Kröte nehme ich an. Was ist das? Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Genau, mal weg hier. Aua.
Leute, könnt ihr helfen? Ade! Na, den haben wir schön zertrümmert. Echt? Bin kein großer Fan von Wäldern. Zu viele Käfer und so. Greifen die uns gar nicht an, doch. Direkt drauf. Okay. Leider. Ja, ja, ja. Und dann kriegt er nämlich auf die... Tut mir leid. Da wären wir also. Au. Also dann. Mann, ich halte doch Ausweichen gedrückt. Warum läufst du mir immer hinterher, du blödes Vieh? So, hast du jetzt davon. Tot bist du. So. Geht mir aus der Sonne, ey. Und? Schon was gefunden? Sei doch mal still. Wir sind doch gerade erst hier. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also such gefälligst. Hey, hört ihr das Plätschern? Ja, könnte ein Fluss sein. Klasse! Im Fluss gibt's bestimmt Fische. Du und dein Angelfimmel. Dafür haben wir keine Zeit. Ja, wenn man hier angeln kann, dann muss man das machen, ne? Hey, Runen voraus! Also, hier würde ich direkt mein Zelt aufschlagen. Erst die Arbeit. Hier könnten wir in Sicherheit rasten. Hau ab. Was meinst du? In Sicherheit rasten? Ich meine, das wäre vielleicht eine kluge Pass Idee, auf, hier mal. Dass euch die Strömung nicht umreißt. Hier mal ein. Ich wäre fast ausgerutscht. Nicht hasten, Leute. Ja, wir müssen hier eigentlich nicht rasten. Nee, wir rasten jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock. Wir sind ja auch nicht verletzt oder so, dass wir rasten müssten. Oh, fuck. Oh, nö. Sind mir eigentlich zu viele hier, ey. Scheint, als hätte er den Verstand verloren. Hä? Ach, ich bin verwirrt. Links ist rechts ist links. Los geht's. Ja. Ha, was für ein Scheiß. Okay, wir hauen hier ab. Oder müssen wir die besiegen? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab doch abgeblockt. Ja, schön pariert, Junge. Boah, Iris kämpft mit uns. Das ist auch ziemlich cool. Nein. Hör doch mal auf. Gladio, mach mal was. Hau mal da was kaputt. Ich brauche mal Unterstützung hier. Und Wumms und Wumms. Oh, daneben. Scheiße. Alles okay? Ich komm klar. Überraschungskombo, ja. Die fallen auch nicht um, diese blöden Viecher, ey. Hey, Iris, alles okay? Ja. Das ist übrigens diese Karpfenkröte oder Krapfenkröte oder wie die heißt. Shit, ey, ich muss mal so einen Heiltrank schlurfen. Das läuft überhaupt nicht spitze. Welchen Kampf guckst du dir denn gerade an? Beeilen wir uns, um was spachteln zu können.
Achso, ich kann wieder beschwören angeblich, aber es geht natürlich nicht. Oh, jetzt, oder? Deus Ex Machina. Jetzt hauen wir mal richtig einen raus. Oh mein Gott. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, ernsthaft jetzt? In dem Moment fällt dir ein neues Rezept ein, wo hier alles im gleißenden, glühenden Licht vergeht. Aber war cool. So, wir holen uns noch den letzten Rest Blitzenergie. Und Eis haben wir auch voll. Und das waren noch nicht die Gegner im Zentraldings-Sektor. Aber wir haben diese Krapfenkröte besiegt. Das sollten wir ja auch machen. Können wir da eigentlich hoch? Ist das kalt? Das ist ja eisig. Tatsächlich. Du bist wohl kein Freund der Schwalldusche. Seht mal, ach, hier geht's cool. Weiter. Worauf warten wir noch? Auf jeden Fall cool. Das Beschwören, ich glaube, ich muss L2 gedrückt halten. Ja, noch ist nichts in trockenen Tüchern. Och, leck mich am Arsch. Ah, okay. Was für ein Level hat das Mistvieh? Endlich wieder im Freien! Freu dich nicht zu früh. Was für ein Level? Jungs, da vorne! Wie bestellt! Der soll nur kommen! Los geht's! Das ist doch ein Königsgrab, oder? Was ist das denn für einer? Okay, Level 38. Ist ein bisschen höher als wir. Okay. Bumm, schön auf den Schwanz gehauen. Vielleicht sollten wir mal den Speer nehmen. Oh, der Speer ist besser. Eclipse. Gladius, mach mal deinen Angriff da. Komm schon. Wir müssen ihm ein bisschen abziehen. Oh, das war kein Treffer. Och komm, ich bin doch ausgewichen. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Oh, schade. Sieht nicht gut aus. Wow. Hier bin ich. Okay. So, schön auf die Füße zielen. Hey. Markt, hier. Besten Dank. Los mit lustig. Hat die mich geheilt? Boah, Iris ist gleich down. Okay, Gladio, kannst du gleich... Was ist denn Eclipse? Was ist denn Eclipse? Was macht denn die da? Hau mal auf die Füße. Danke. Okay, bis wir den down haben, das dauert eine Zeit. Überraschungskombo, Überraschungsangriff. Oh, es liegt. Schlag da drauf, solange es liegt. Jawohl, Junge. Wenn es aufsteht, dann machen wir gleich weiter. Mit seinem Sturmangriff.
Abflug! Sauber, Gladio! Leg los! So, pronto! Direkt hinterher. Jo. An der empfindlichsten Stelle, dann haben wir den auch. Okay, Gladio direkt wieder draufhauen. Oh, das war's schon. Sieh doch noch. Da ist ja unser Schatz. Den haben wir schön erlegt. Und da haben wir tatsächlich ein Königsgrab gefunden. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Sau cool. Unsere Kraft wächst weiter. Dann hat sich die Planscherei ja wenigstens gelohnt. Okay, das war cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal sagen. Wieder eine Königswaffe dazu bekommen. Damit es aber schneller geht, müssten wir doch eigentlich genau hier zurück zum Eingang. Das ist. Müssen wir wenigstens nicht den ganzen Weg wieder zurückrennen. Haben sogar für die Forscherin diese Kröte noch erschlagen. Also eine Nebenaufgabe auch noch abgeschlossen. So, und von hier aus müssten wir doch eigentlich, genau, zum Regalia zurück können. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie spät es ist. Es war ja noch nicht so spät, als wir da hingegangen sind. Die Frage ist, sind wir jetzt, ist es schon dunkel? Naja, 17 Uhr. Oh. Fahren wir lieber erst morgen. Nicht mehr lange, bis es dunkel ist. Okay, dann warten wir bis morgen. Okay, das geht auch. Ja, Ignis, kannst weiterfahren? Los, gehen wir. Auf geht's! Wir können ja den Vulkan auch noch erkunden und wir können auch noch diese Level 50 Mine erkunden. Ich glaube, das könnten auch alles Königsgräber sein. Wenn ich mich nicht irre. Wäre schon cool, wenn wir da auch noch ein paar Waffen kriegen. Dann müssen wir da mal reingucken. Ja, und ich würde sagen, bei der nächsten Unterbrechung sehen wir uns dann wieder. Vielleicht sind wir dann auch endlich in Kap KM angekommen. Geht ihr alle nach Altissia, nicht wahr? Haben wir vor. Habt ihr es gut? Das ist keine Urlaubsreise. Ach ja, richtig. Iris? Was ist los? Nichts. Es ist nur... Die Zeit mit euch war echt schön. Ich werde euch wirklich vermissen. Bestimmt habe ich Sehnsucht, wenn ich in Keim bin. Wovon redest du? Wir kommen dich doch besuchen. Stimmt's? Ja. Lasst uns bald eine Pause einlegen. Warum? Ignis fährt schon zu lange, er ist sicher erschöpft. Von mir aus? Ja, sonst schläft er uns noch hinterm Steuer ein. Ich wünschte, ihr wärt auch so besorgt um mich, wenn Iris nicht dabei ist. Haha.
Okay, jetzt machen wir hier eine Pause. Was unterwegs an der Lairetiküste halten? Okay. Mann, war ganz schön eng. Sorry, dass ich so viel Platz weggenommen habe. War nur Spaß. Reg dich ab. Außerdem bist du's, der zu breit ist. Genau, disst euch erstmal gegenseitig. So, warum halten wir jetzt hier? Hier gibt's ja nicht wirklich was, oder? Die Kanagi soll derzeit in Altissia weilen, nicht wahr? Ob sie in Akkordo wirklich sicher ist? Ist schließlich imperiales Gebiet. Hast du von dem Anschlag gehört? Von luzischen Terroristen auf die Basis? Ein Brigadegeneral liegt angeblich im Krankenhaus. Ein Anschlag, okay. Aber ansonsten gibt's doch hier nichts. Es war einfach nur ein dummer Halt. Fahren wir einfach mal weiter. Okay, fahren wir los? Ja. Was ist das für ein Geruch? Salzige Luft. Wir müssen an der Küste sein. Oh, wow. Ist das schön. Erholsam hier. Menschenskinder, was für ein Ausblick. Ja, so könnte ich jetzt einschlafen. Jetzt schlafen? Wow, seht ihr diese riesige Brücke? Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist. Nocht, wollen wir uns das mal anschauen? Was denn? Ein Zwischenstopp am Spellcry-Refugium einlegen. Warum nicht? Aber auch hier. Warum halten wir hier? Man weiß es nicht. Da unten kann man was abbauen. Leider ist das Wetter schlecht. Los, gehen wir. Auf geht's. Du bist also fürs Kochen zuständig. Das bin ich. Gladi, hilfst du ihm nicht? Nocht? Gelegentlich. Ist mir neu. Ich helfe! Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Eine tolle Arbeitsteilung habt ihr, Jungs. Sind wir da? Ja, hier ist es. Ignis, danke fürs Fahren. Gerne. Hoffentlich geht es Talcott gut. Okay, da sind wir ja angekommen hier. In Kap Kalm. Was hier ist das? Das sieht jetzt nicht besonders einladend aus.